Jetzt hat mir meine Frau 100 Euro gegeben und gesagt, ich soll eine Nordmontane kaufen. Ich bin nicht deppert und gebe 100 Euro für so Staunen aus. Nix. Ich gehe, wie seit Generationen üblich, herauf in den wunderschönen Wald und hol mir meinen Baum selber. Mein gut, es ist zwar weit und breit keine Nordmontane zu sehen, aber wie sagt schon das alte Sprichwort, ob Fichte oder Tanne, das ist doch komplett Banane. Und die wichtigste Regel beim Christbaumklauen ist die, du darfst den Baum niemals aus deinem eigenen Wald holen, weil das bringt Unglück. Deswegen bin ich da jetzt im Nachbar sein Wald herum, weil der hat eh viel zu viel. Da gehört einmal gescheit durchforstet. Jetzt bin ich beim Überlegen, welchen ich nehmen soll. Eine, meine, mu und ich nimm du. Gut, dann hat das Schicksal entschieden. Und ich bin ja heuer zum Christbaum aufputzen auch eingeteilt worden. Deswegen richte ich mal den Klärm ein bisschen her. Weil ich sag immer, wenn es viel Asteln oben sein, dann musst du wieder so viel Schmuck auf tun. Das dauert dann lang. Ja. Dann ist dann besser, dann ist man schneller fertig, dann kann man schneller zum Tisch zu sitzen, ein bisschen Eierlikör lutschen. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Warte mal. So, jetzt muss ich den Baum noch umschneiden. Und wichtig ist ja im Wald, da wohnt ja die Flora und die Fauna, die Hirschen und die Rehlelein, die wollen ja ihre Ruhe haben. Ja, die darf man ja nicht wecken und erschrecken. Weil gerade die Rehlen, die in den Weihnachtsferien gern schlafen, muss man schön leise sein. Ah, da wird sich meine Frau freuen. Alle sind glücklich. Meine Frau hat einen wunderschönen Baum und ich habe 100 Euro jetzt eingesteckt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und Merry Christmas.